Hallo ihr Lieben. Ja, ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob ich mich politisch äußern möchte. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das möchte, weil ich weiß, wie viele Menschen drauf sind. Also wenn man was sagt, was denen nicht passt, dann stürzen die sich auf einen und zerfleischen einen wie Wölfe. Ich bin eben pro Europa. Ich empfinde als Europäerin, ich denke nicht, dass ich sehr deutsch bin, keine Ahnung. Vielleicht bin ich es doch, ohne es zu wissen, wahrscheinlich. Aber ich bin gegen Grenzen. Ich finde einfach, wir tun uns keinen Gefallen, uns abzuschotten. Nationalität oder Nationalstolz ist wie ein Gefängnis. Ja, man verkleinert einfach die Möglichkeiten, die man hat. Man sperrt sich ein im eigenen Land und das, oder man kommt nur raus, wenn man manchmal wirklich Hürden überspringen muss, die man gar nicht überspringen will. Ja, mit 1000 Anträgen und wofür? Ich möchte sehr gerne in ein anderes Land gehen können, dort leben können und arbeiten können, mir was aufbauen können, wenn mich das Land interessiert, ohne vorher diese Anträge zu stellen. Ich möchte frei sein. Ich bin pro Freiheit, dass Europa eine Menge Spiel nach oben hat, also positiven Raum nach oben hat, ja. Dass da viel Verbesserungsbedarf besteht, ist klar. Man kann nicht erwarten, dass alles perfekt ist. Und wir können daran arbeiten. Wenn wir uns abkapseln, ich meine, wer glaubt, dass nur Europa Scheißgesetze machen kann, soll mal abwarten, was passiert, wenn der Bundestag nur noch die Gesetze macht. Die sind genauso scheiße, ja. Oder können genauso scheiße sein. Also ich finde einfach, man kann nicht für alles Europa die Schuld geben. Und man sollte froh sein, dass wir frei sein dürfen, dass wir reisen dürfen ohne großen Aufwand, dass wir leben dürfen, wo wir wollen, wo wir uns wohlfühlen, dass wir dadurch Erfahrungen sammeln dürfen, die wir vielleicht sonst niemals sammeln würden. Ja? Ich möchte nicht nur in Deutschland eingesperrt sein, abgesehen davon. Deutschland, ja, die Grenzen von Deutschland haben sich über Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder verschoben. Ja? Es gibt Ecken, die waren deutsch, die sind heute nicht mehr deutsch. Und umgekehrt. Da, wo ich wohne, das war immer wieder Französisch, dann war es wieder Deutsch, dann war es wieder Französisch. Was ist denn rein Deutsch? Es gibt nichts rein Deutsches, ja. Wir alle tragen die Gene von allen Rassen theoretisch in uns, weil wir zurückgehen. So alt wie die Menschheit ist. Ja. Wir sind einfach das Produkt von Völkerwanderung, von Grenzverschiebungen, von ja, Liebe, die einfach unter verschiedenen Rassen entstanden ist. Und ich glaube, dass man nicht darauf beharren darf, wie gesagt, was Deutsch ist oder was Englisch ist oder was Französisch ist. Wir sind einfach Menschen und wir Europäer müssen zusammenhalten. Ich glaube, es ist schlecht, wenn wir allein stehen. Und wir sollten daran arbeiten und nicht weglaufen. Der Brexit ist der größte Blödsinn der Welt, ja. Ich meine, sie schaden ihrem Land, sie schaden unserem Land und anderen Ländern. Und wofür? Wofür? Für Nationalstolz? Und das ist es wert? Nein. Es gibt, wie gesagt, sie können die Uhr nicht zurückdrehen. Und Europa war eine Idee Churchills und der Mann war nicht dumm. Ja. Das sollte einfach verhindern, dass wieder Krieg entsteht zwischen den einzelnen Völkern. Wir sollten uns verbünden, vereinen, ja, um einfach so gemeinsam stark zu sein. Und ich glaube, das können wir immer noch schaffen. Wir tragen alle die Gene von allen Rassen in uns. Auch wenn wir das vielleicht nicht sehen und nicht wissen, aber mach mal so einen Test auf ancestry.com. Und es wird euch vom Stuhl hauen wahrscheinlich, ne? Was ihr alles in euch tragt. Und ihr denkt, oh, ich bin rein deutsch, ne? Nein. Seid ihr auf Garantie nicht. Sperrt euch nicht selber in ein Land ein. Man muss gucken, wer reinkommt in Europa. Es dürfen keine Menschen sein, die uns schaden wollen, die sich hier anpassen wollen, die mit uns leben wollen. Aber sich abzukapseln und jetzt aufzusplitten in verschiedene Lager finde ich absolut blödsinnig. Das sollten wir nicht tun, auf keinen Fall. Also ich
sag's nochmal, ich bin auch für die Natur. Wir sollten die Natur schützen, wir sollten die Tiere schützen, weil sie sich nicht schützen können. Oft auch vor uns. Und ja, wenn die Natur stirbt, sterben wir. Also es gibt viel zu tun. Und ich bin froh, frei zu sein und frei sein zu dürfen und möchte das auch gerne beibehalten. Das war's.